Dieses Video ist jetzt kein Rezeptvideo, denn was gibt es Besseres als nach getaner Arbeit auf dem Sofa mit einem heißen Tee und Kerzenschein zu sitzen und dann halt einfach das Ambiente zu genießen. Warum zeige ich auf diese Kerze? Weil genau diese Kerze geht es nämlich. Wir machen nämlich in diesem Video eine Bacon-Kerze. Das hört sich skurril an, aber es geht ganz einfach. Das ist auch schon alles, was ihr braucht für die Bacon-Kerze. Für die Bacon-Kerze generell braucht ihr halt wirklich Bacon, das ist halt klar. Der liegt hier vorne, habe ich jetzt hier von Gavinat, das ist halt wichtig. Dann für das Fett, was wir von dem Bacon dann halt gewinnen, sage ich jetzt mal, braucht ihr ein etwas dickeres Glas, so wie dieses jetzt hier in dem Fall. Da braucht ihr eine handelsübliche Kerze. Hier hinten im Hintergrund seht ihr ein kleines Schraubglas, das hat ungefähr 125 Milliliter. Hier oben drauf ist so ein kleiner Aufkleber, das ist ein hitzebeständiger Aufkleber. Der ist unter der Kerze hier unten runter, den könnt ihr nämlich abknibbeln. Dann bekommt ihr nämlich Folgendes daraus, nicht nur die Folie, sondern auch hier nämlich so einen kleinen Wachsdocht. Und das wäre es dann im Prinzip. Beginnen wir aber jetzt erstmal mit dem Bacon. Die Pfanne ist jetzt schon mal auf dem Herd, die habe ich jetzt kalt, die Pfanne. Das ist am Anfang jetzt erstmal wichtig. Jetzt legen wir ungefähr, so jetzt mal 4 Scheiben Bacon hier rein. Und dann stellen wir die Herdplatte nicht sofort auf volle Pulle, sondern, guck mal, passen sogar nur 3 rein, sondern erstmal auf mittlere Hitze und lassen dann die Pfanne erstmal auf Temperatur kommen. Das Bacon anbraten selbst ist jetzt auch kein Hexenwerk, dazu einfach von mehreren Seiten oder beziehungsweise von der anderen Seite jetzt auch machen. Ihr seht halt hier jetzt halt schon, das ist das Gold, was wir nachher brauchen. Ich brate die jetzt soweit nachher an und dann zeige ich euch, was wir mit dem Fett dann machen können. Ihr seht schon, wie sich das Fett hier hinten so richtig schön bildet und das ist halt das, was wir brauchen. Das Fett, was jetzt hier in der Pfanne drin ist, ist jetzt gerade mal von 6 Scheiben Bacon. Den Bacon halt, wie gesagt, sehr, sehr schön auslassen und wenn ich die jetzt hier noch knusprig angebraten habe, kommen wir dann zum Fett. Die 6 Scheiben sind jetzt richtig schön angebraten und jetzt halt einfach, jetzt wird es ein bisschen dunkler bei euch im Bild, das Fett hier richtig schön reinträufeln. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Bacon, den wir jetzt noch so übrig haben. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und das Ganze wiederholt sich jetzt mit dem Fett so lange, bis ihr alle Bacon-Scheiben halt komplett angebraten habt. Ich habe jetzt hier circa 30 bis 35 Scheiben. Ich sage euch das später nochmal, wie viel ich da genau habe. Und das mache ich jetzt erstmal bis zum Schluss weiter und dann geht's nachher am Glas weiter. In der Zeit, wo der Bacon am Anbraten ist, bereiten wir dann hier schon mal das Glas vor. Dazu den Deckel abnehmen und hier habe ich jetzt halt die Folie noch dran. Die Folie nehmen wir jetzt ab. Nehmen den Docht. Das ist jetzt dieser hier und dann machen wir die Klebeseite nach unten und stecken den doch dann hier halt so durch die Mitte durch, damit wir das dann nachher so in dem Glas arretieren können. Einfach so jetzt so dran drücken und dann kommen wir jetzt zum Glas. Das Glas logischerweise dann aufdrehen und dann jetzt hier unten in der Mitte genau den Docht reinkleben am besten, genau so, und dann mit den Fingern ein bisschen nachdrücken und dann kann dann da gleich das Fett drauf gegossen werden. Nach gefühlten Dreiviertelstunde, oder es waren in der Tat eine Dreiviertelstunde, haben wir jetzt genügend Fett zusammen, um jetzt hier dieses Glas mit dem Fett zu füllen. Wie gesagt, vorhin haben wir euch ja, oder habe ich ja gezeigt, wie das in der Mitte arretiert worden ist. Jetzt schütten wir das einfach ganz vorsichtig hier rein. Und das Glas ist genau wirklich perfekt dafür. Ich nehme jetzt gleich den Docht noch ein bisschen und halte den in der Mitte so ein bisschen fest, damit der nämlich nicht nach links oder rechts abhaut. Und dann kommt das so für die nächsten 2,5 Stunden in den Kühlschrank. Hier war jetzt das Fett halt wirklich noch ein bisschen zu warm. Das heißt, wir haben jetzt hier mit ein bisschen Tesafilm den Docht so ein bisschen arretiert hier oben. Das heißt, einmal so drüber geklebt. Und das kommt jetzt halt so, wie gesagt, für die nächsten 2 Stunden in den Kühlschrank. So, die 2 Stunden sind rum. Ich habe jetzt
die Kerze oder das Glas aus dem Kühlschrank geholt. Jetzt der Beweis, dass es sich auch hier wirklich um eine Kerze handelt. Ich zünde das einmal an. Und damit wäre sie auch fertig, die Bacon-Kerze. Ja, ihr habt es gesehen am Anfang, hier standen nur zwei Kerzen, jetzt stehen hier drei Kerzen. Das in der Mitte ist die besagte Bacon-Kerze. Kommen wir auch zum Resultat von dem Video oder zum Ende von dem Video. Also ich finde es so skurril, dass es auch schon wieder sehr gut ist. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, riecht auch sehr schön nach Bacon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ein Daumen für dieses Video wäre nicht schlecht. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unter dem Video ganz genau. Und für weitere Tipps und Tricks oder noch skurrilere Ideen findet ihr auf tobias.grill.de.